Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, ihr spielt mit mir FTL und wir haben ein Spritproblem. So ist die Ansage. Wir gehen mal, wir könnten auch in den Soltan-Sektor uns wagen, denn wir haben ja tatsächlich den geilen Iron Blast dabei, der relativ schnell die Schilde von denen wegfegt. Ist mir lieber, glaube ich, als ein Rebel-Control-Sektor. Machen wir mal, komm. Wir riskieren das mal und jetzt haben wir leider gar keinen Treibstoff mehr. Das ist scheiße. Ja, no fuel. Distress Beacon off. Wir schmeißen unser Distress Beacon. Das ist neu. Ich muss mir das gerade mal anlesen. Also, früher gab es den hier nicht. Früher hatte man immer, wenn man kein Fuel hatte, dieses Bild und konnte nur auf Wait drücken. Mit dem Distress Beacon, wenn wir den anschließen, werden uns ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir gefunden werden. Aber man weiß natürlich nicht, wer uns findet. Okay, wir müssen leider warten. Aha, ein kleines Schiff arrived mit einer Message. Okay, das Schiff gibt uns Refueling gegenüber Geld und in einem Notfall gibt es Complementary Amounts of Fuel. Was heißt denn das? Das habe ich auch noch nicht gehabt. In einem Notfall gibt es auch, wir haben auch Geld, komm, die 20 Gold hauen wir raus. Und, gucken mal, dass wir noch Möglichkeiten, noch ein Store finden. Schauen wir mal. 5 Jumps. Mal gucken. Wir haben ja eine Menge Kohle, so ist es nicht. Ah, und wir treffen einige Soltan-Militärschiffe und die gerade trainieren. Und die Energieschilde von denen sind sehr beeindruckend, aber wir stellen fest, wie schnell Energie- und Ironwaffen die Dinger runterschießen. Ja, das wussten wir vorher auch schon. Jumpen und hoffen, dass das reicht. Ich brauch doch. Oh Kacke. Okay, es gibt 2 Piratenschiffe, die hier in der Nebula sind und die haben uns noch nicht bemerkt und haben verschiedene Cargos. Einer hat Treibstoff und einer hat Munition und wir können uns jetzt überlegen, welchen wir versuchen zu treffen. Wir haben so wenig, wir nehmen natürlich den Treibstoff. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Unsere Energiereserven sind nämlich gerade gewaltig low wegen dem Ionensturm. Boah, Alter, das ist gerade voll kacke. Na gut. What? Und dann kommt auch noch ein Slug rüber gebeamt. Geht gar nicht. Aber leider ein Slug gegen einen Engi gewinnt der. Locker. Ich diese blöden Dinger hasse. So, wir hauen den Slug erstmal aufs Gesicht. Mr. GM4 muss wieder zum Waffensystem, nutzt ja nichts. Und wir können deren Waffensystem abknallen, das ist schön. Reparier mal schneller, du komischer Engel. Du bist ein Reparateurmensch. Schieß nicht auf die Leute, die wenig leben haben, bitte. Das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Ich will nicht meine Leute verlieren. Ich habe schon wieder nicht gewartet, ne? Manchmal, also vor allem wie einfach keine der Waffen ausgeschaltet wird. Ich mache dem Ding Schaden und das ist einfach so, oh, ja, machst du unseren Schaden. Ich hatte das befürchtet, dass das passieren würde. Können wir irgendwoher die Energie abzwacken? Nee, eigentlich nicht. Egal, wo wir sie abzwacken, ist immer scheiße. Kacke. Lad mal die Swarm schneller auf, bitte. Und lass dich nicht nochmal treffen. Kacke, schon zu spät, ne? Oh. Können wir auch nicht. Können wir anschalten? Achso, weil das O2-System gerade keine Energie fordert. Nee, mach mal das Ding erst fertig. Das ist eine schöne Idee, ja. Ist nur noch. Nee, ist gerade gar kein Waffensystem bei denen. Jetzt das Ding bei denen online. Not enough power. Sysrep aus. O2 an. Sauerstoff ist irgendwie wichtig. Danke. Ich habe jedes Mal Angst, dass mir mein Chef hier drauf geht, weil, wegen. Alter Schawede. Komm, mach mal die Waffen fertig.
Und dann machen wir hier. Danke. Ah, okay. Wir können also das, was die dabei hatten, sicherstellen, bevor die zerstört sind. Sehr schön. Alter Schwede. So, erstmal heilen. Bevor hier irgendwas passiert. Aisha dahin. Du kannst dich auch heilen. Habe ich vergessen. Ja, das habt ihr vermisst, ne? Diese richtig guten Soundeffekte. Ich weiß. Es tut mir leid. So. Wahrscheinlich klingt das auf der Aufnahme ganz grausam, was ich da mache. Und ihr schlagt euch gerade die Hände im Kopf zusammen. Nein, Ente, mach den Scheiß nicht. Aber, naja. Hallo, kann hier mal irgendwo ein Store sein? Ey, so langsam, aber sicher. Ich brauche dringend einen Store. Es ist hier wieder sehr knapp, was Ente macht. Sehr schön. Es ist wunderschön hier. Ja, ja. Mhm. Ich hab Angst. Nee, wir ignorieren das Piratenschiff gerade. Weil ich gerade Angst habe, dass ich sonst sterbe. Und ich will nicht, dass dieser Run endet. Der ist besser, als ich erwartet habe. Ich hatte mehr Schiss, als ich den anfing. Ich dachte, der wird überhaupt nicht gut, aber der läuft ja ein bisschen und ich würde den gerne vernünftig zu Ende führen. Wenn ich mir die Sachen so angucke, bleiben concealed. Und jumpen dann weiter. Store? Ja, danke. War ja auch gar nicht. Ich habe 168 Kohle und noch mehr. Erstmal den hier, so. Damit das da oben aufhört zu blinken, das geht mir eh nur auf die Nerven. Wen haben wir hier? Nick Lang und Elisabeth und Ken. Brauchen wir gerade Crew? Wir haben eigentlich für alle wichtigen Systeme haben wir eine Crew. Wir könnten für die unwichtigen Systeme noch irgendwo eine Crew erneuern, aber nö, brauchen wir glaube ich nicht. Antidrohne? Nö. Und das Cell können wir noch gucken. Den Hull Laser können wir eigentlich raushauen. Ich glaube nicht, dass wir den noch aktivieren. So viel Energie werden wir nicht mehr zusammen. Obwohl, ist der dann besser als ein Iron Blast? Mal ganz kurz überlegt. Wir haben sowieso die Raketen, mit denen wir in jetzt sehr balder Zukunft nichts mehr an Damage machen. Dies wird ein Spaß, Leute. Dies wird jetzt echt ein Spaß gerade, sehe ich gerade. Selbst wenn wir maximale Raketen nachkaufen, haben wir ja eigentlich quasi gar keine. Erstmal das da. Da gibt es gar keine Diskussion. Das gibt eigentlich auch keine Diskussion. Und ich denke, wir werden den behalten. Wir haben im Moment 3 Level im Waffensystem. Wir müssten 2 Level ins Waffensystem kriegen. 85. Und eine Energie 110. Das hier sind... Quatsch. 22... 5, ja, 25 und 25 macht 50. Dann haben wir 101. Das sind nicht 110. Damit wären es 110. Der Iron Blast ist schon geil. Vor allem ist der Iron Blast Mark II eigentlich die bessere Waffe. Vor allen Dingen im Vergleich zu dem. Das ist jetzt gerade schwierig, was ich hier als Entscheidung wirklich treffe. Was überlege ich? Ich überlege, was ihr wahrscheinlich auch so grob mitbekommen habt, dass wir den Hull Laser anschmeißen. Dann haben wir immerhin 3 Schüsse, die Damage machen können. Die in Kombination mit dem Swarm Laser, mit den Swarm Raketen sehr viel mehr Effektivität bringen werden, weil der Swarm uns die Schilde runterschießt und dann kann der Hull Laser irgendwas anderes noch angreifen. Und dafür müssen wir aber 110 Scrap freischaufeln, damit wir den überhaupt zeitgleich betreiben können. In der Hoffnung, dass ich mich dabei auch nicht verrechnet habe. Und ja, das klappt nur, wenn wir den Iron Blast Level 2 verkaufen. Den haben wir zuletzt relativ wenig benutzt. Ich hatte aber eigentlich gehofft, den noch wieder reinzukriegen, weil der zusammen mit der Combat Drone auch geil wird, aber die Combat Drone behalten wir. Okay, wir müssen es riskieren, das nutzt nichts. Der Drone Reactor Boost ist nett, aber ist eher eine Spielerei. So, den,
den und den, richtig? Ja, alles klar. Hoffen wir, dass das reicht. Da ist noch ein Store, für den haben wir jetzt gar kein Geld mehr. Hier waren wir schon, da waren wir noch nicht. Also dahin und dann dahin und dann dahin, dahin. Okay, okay. Wir haben jetzt auch zwei, drei Schiffe stehen lassen. Das war natürlich blöd geldmäßig, aber wir waren so low. Da könnte ich natürlich hin und das Schiff nochmal abholen, aber lassen wir. Nee. Ja. Ja. Jetzt geht's hier wieder rund. Ein Psiu-Bing-Dum und ein Piu-Piu-Piu. Und ein Piu-Piu-Piu ist ein Problem. Also das Hauptproblem ist der Piu-Piu-Piu hier, weil der meine Raketen wieder abschießt. Dann denke ich, Kackawurst. Kackawurst mit Sahne ist das. So, schön. Da. Kacke. Der hat nicht ein Schild kaputt gemacht, das Ding. Wieso bin ich das getroffen? Okay, egal. Dann habe ich das Ding mit ausgeschaltet. Schön. Wir müssen ein, zwei Schilde kaputt kriegen. Am besten zwei, damit der Hull-Laser effektiv Schaden macht. Das ist der Trick, denn die haben schon drei Schilde und das ist halt ein Problem gerade. Ah, komm, wir probieren's. Hat natürlich nichts gebracht, weil wir erst die blöde Drohne getroffen haben. Nö. Nö. Da kommen wir echt nicht mehr durch. Und wenn wir jetzt gleich unsere... Komm, nochmal versuchen. Muss klappen, komm. Ja, dann trifft er nicht alle. Das ist halt das Problem, was man dann im Late Game kriegt. Vor allen Dingen, wenn die diese Verteidigungsdrohnen haben. Wir lassen das, bevor wir alle Raketen rausballern. Es ist scheiße, dass wir jetzt gerade echt... Es ist richtig scheiße, dass wir jetzt echt mehrere Schiffe hintereinander... Schade, hier gibt's nichts Spannendes. Haben stehen lassen. Und da auch nichts dran ändern können. Aber im Moment fehlt uns... Toll. Ganz viel Sachen. Wir riskieren diesen Jump hier. Ich weiß. Aha, Mantis. Irgendwer wird von Mantis angegriffen. Passiert. Ja, wo? Aha, in dem System, das als einziges gerade wirklich wichtig dafür ist. Und zwar müssen wir da schnell hin, damit die Mantis, danke, aufhalten können. Ja, natürlich. 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 Wieso repariert sich mein Schildsystem? Achso, weil Aisha da drin steht. Alles klar. Da ist der wieder abgehauen, der blöde Typ. Okay. Swarm Level 3 ist an. Alles klar. Das Schiff hier müssten wir packen können. Seht ihr da? Das nämlich und dann das. So. Und jetzt ist das Schild nämlich erstmal komplett hin. Und jetzt können wir auch die Raketen sparen. Sehr schön. Und andere Raketen ausweichen. Ist auch sehr schön hier, ja. Und den Hull-Laser Level 2 dahin schicken. Das hat schon mal was gebracht. Vor allen Dingen Damage auf meinen Chef hier hin. Aber das können wir auch nochmal wiederholen. Der Hull-Laser lädt zwar schon relativ lange auf, aber erstens hat jetzt gerade der GM Fawkes ein Level gemacht, was sehr gut ist. Und zweitens hat er halt einfach durch die drei Schuss, die alle Damage machen, eine ganz gute Effektivität, wenn er nicht drei von drei Schuss verfehlt. Oh, ins O2-System wollen wir jetzt. Auch gut. Das vor allem das Schlimme ist, den müssen wir besiegen. Denn sonst geht dieses Event nicht vorbei. Danke, das Schiff ist besiegt, aber er hier halt noch nicht. Und er würde jetzt auch weiter Damage machen, selbst wenn wir ihn jetzt nicht, also der ist halt eh so. Ist ja auch egal. Ja, ja, haben wir kapiert. Da mal rüber. Ach, wir haben das Ding auch noch angelassen. Naja, gut, okay. Eine Süßrap schmeißen wir jetzt nicht an. Wir heilen jetzt erstmal unsere Jungs hoch. Glücklicherweise haben wir auch einen Treibstoff bekommen. Damit kommen wir aus diesem Sektor noch wieder weg. Wir haben ein Treibstoffproblem. Kann man so sagen. Ist auch nicht bös gemeint. Kann man einfach mal so in den Raum setzen. Blülülülü. Hätte ich schon wieder vergessen, ne? Die Ente ist so vergesslich, ne? Ein Noob. Ein Noob vom Herren ist das mit der Ente. Heavy Laser könnte ich eigentlich auch verkaufen, denn besser als der Hull Laser ist er eh nicht. Und man muss da auch ganz ehrlich mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn ich hier noch eine Energie reinpacke, dann, naja, glaube ich nicht dran. So. Wir haben nächste Folge wieder Spaß. Das sehe ich schon. Ich lasse der Zukunftsente immer richtig Spaß da.
Aber wir müssen auch nur noch zwei Sektoren überhaupt schaffen. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich zu euch, wenn das mit den Fights nicht besser wird, dann werde ich tatsächlich nicht durchmogeln und versuchen, den letzten Sektor durchgemogelt zu erreichen. Egal. Aber soweit ist es noch nicht. Erstmal schauen. Liebe Leute, ich bin die Zementente. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abos dalassen. Ansonsten freue ich mich, euch auch so in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.